Herzlich willkommen zurück zu Folge 8 und zurück zur neuen Folge auf der Beatbühne. In der letzten Folge habe ich mich gigantisch blamiert. Das muss ich heute ausbessern. Mit neuen Charakteren diesmal. Ich bin Buhu, wir haben dabei Cooper, Bowser Jr. und Wario. Und heute natürlich nicht normal dran, sondern der Remix-Modus. Wann darf ich ihn auswählen? Ja genau, welche Stufe? Remix, diese neue, die hätten wir letzte Folge schon machen können, wenn ich mich nicht vorher so dumm angestellt hätte. War ja auch beim letzten Mal noch ziemlich knapp und dumm, aber warum habe ich Buu genommen? Einfach weil er weder Arme hat, also er hat so ganz kurze Arme und keine Beine und ich möchte sehen, wie cringe das wird bei manchen Minigames, die ohnehin schon cringy genug sind. Zack, so. Beweg deine Faust genau im Rhythmus. Dann geht es los. Mal schauen, ob wir es diesmal gleich beim ersten Versuch schaffen. Dann können wir sogar noch den neuen nächsten Modus ausprobieren. Oh, und fangen wir mit meiner Top-Rubrik an. Fängt schon mal gut an. Ja, fängt sogar sehr gut an. Ja, fängt super an. Ja, man muss schon ziemlich deutlich draufhauen. Und das mache ich manchmal leider nicht. Komm schon. Yes. Aber ich bin noch vorne. Dreimal prima, echt? Wow, die T-Bus dürfen heute ziemlich schlecht drauf sein. Arme die Gesten nach. Na gut, nachdem man das ja gar nicht so, nachdem wir Chunks das nicht können, reicht das hier, wenn man es einmal schüttelt. Seht ihr? Einfach nur bewegen, es ist wurscht. Und nur hektisch anreißen. Fuck. Scheiße. Es war zu spät. Okay. Ah, verdammt, das war jetzt auch nicht so gut. Unter die Fenster, das hat ja vorhin schon mal nicht ganz so gut geklappt, aber mal schauen, ob es jetzt besser geht. Oh, das waren viele Primas. Das waren sogar sehr viele Primas. Shit. Das werden immer mehr Primas. Na bitte, falls... Wenn ich mal keinen Job finde... werde ich Putzkraft. Das kann ich offensichtlich gut. Okay, irgendwas dürfen wir den Zibus jetzt nicht stimmen. Schneller! Toll! Weil ich ja beim Langsamen schon so gut war. Ja, es funktioniert schon mal gut. Probe. Yes! Ah, zu spät. Prima, prima. Ah, verdammt. Ich meine, ein Prima. Na ja, ganz happy bin ich mir das nicht. Ah, meine Gästen, schon wieder. Und das diesmal auch schneller. Aber bin ich schon so weit vorne? Zack. Da. Oh Gott.
Wow. Und nochmal putze die Fenster. Und diesmal mit Highspeed. Oh Gott. Putzen. Putzi, putzi, putz. Puh. Dann wird der letzte Modus aber ganz schön lang sein. Geht sich der noch aus? Ja, ich glaube, der geht sich noch aus. Ja, das sollte jetzt schon gewonnen haben. Da haben die CPUs nicht so clever angestellt. Offensichtlich habe ich irgendwas falsch eingestellt beim ersten Mal. Sehr gut. Glückwunsch! Ja, Beatbühne geht echt sehr schnell. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, wir sagen jetzt mal auf, denn ich möchte natürlich die Charaktere wechseln. Das heißt, wir sehen uns nach einem Cut gleich wieder. Okay, ja, Remix geschafft noch hier, danke. So, jetzt geht's aber ab zum Charakter wechseln. Ich könnte das ja auch gleich zeigen, falls ich mir nicht weiß, wie das geht hier. Nein, ich möchte nicht verlassen. Ich möchte eigentlich mit dir sprechen, tot genau. Und jetzt kann ich hier einfach die Charaktere wechseln. Easy Kill. Bis gleich. Mit neuer Energie, neuer Truppe und ich auch mal als Yoshi. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Geht es los in die letzte Runde der Beatbühne. Ja, das passt so. Kein Mensch stellt sich vor den Fernseher, sitzt auf meinem Schreibtisch. Das muss euch auch recht sein. So. Das Haus komplett ausverkauft. Ja, gleich beginnt die Show. Danke, das kennen wir. Und jetzt werden noch gefragt, welche Stufe für den Antritt. Und diesmal gibt es schwierig. Mal schauen, was daran so schwierig ist. Alle da auf jeden Fall. Sehr gut, das hätten wir geschafft. Aber das ist ja auch nur, zum man sich an den Rhythmus gewöhnen. Und da geht er schon los mit den Beat Games. Und das erste Spiel heißt, spieß das Obst auf, wieso sind nur drei? Ist das einfach super schnell, oder? Ja, es fängt schon mal gut an. Wow. Prima, prima, prima. Muss ich einen Rhythmus merken, indem sie es werfen. Naja, einfach ist gut. Ja, einfach ist übertrieben gesagt. Ja, drei prima. Naja, hätte besser gehen können. Ich habe jetzt nicht geschaut, was die anderen haben. Drei bei deinem Pferd an. Okay. Von den Ohren zu den Sporen, oder was immer da gerade stand. Oh Gott, gigantisch abgelost. Ich sollte mal auf die Stats der Gegner schauen. Oh, meine Spezialdisziplin.
hoffe, ich habe ordentlich Vorsprung ausgebaut. Ah. Was? Yes. Einmal prima. Nein. Nein. Das war gar nicht gut. Das war jetzt aber nicht schon der schwierige Modus, oder? Wieso hat der Remix 6 Spiele und der schwierige Modus... Was? Echt? Wieso hat der schwierige Modus nur noch 3? Wow, das ist echt eine kurze Folge. Fasst kurz zusammen. Erste Folge, 4 Versuche für die einfachste Stufe. 20 Minuten. Ja, ich habe schon wieder gewonnen. Geil. Zweite Folge, 2 Runden in 11 Minuten, 2 Spielmodi in 11 Minuten fertig, die noch schwieriger sind. Ja, ein Armutszeugnis für mich. Ich weiß, ich weiß. Ja, und beim letzten war ich katastrophal. Zum Glück habe ich vorher genug ausgebaut. Zum Glück. Und da ist der dritte Juwel. Yippie, du hast die Mitbühne auf schwierig geschafft. Ich habe immer noch Herzklopfen nach deiner Vorstellung. Damit bist du deinem Traum, der Superstar zu werden, hoffentlich einen großen Schritt näher gekommen. In Anerkennung deines traumwandlerischen, sicheren Auftretens auf der Bühne verleihe ich dir hiermit das Traumjuwel. Glückwunsch! Sehr gut. Noch 2 Juwelen, dann hast du alle. Schon mehr als die Hälfte. Sehr gut. Damit hätten wir die ersten 3 Juwelen. Bravo, das war fantastisch. Schwierig geschafft. Bravo. Danke, danke, danke. Du hast das Traumjuwel erhalten. Ja, ich weiß. Perfekt. Aber der Modus da hinten scheint noch immer gut versteckt zu sein. Gibt es einen neuen Charakter, den wir irgendwie mitnehmen? Ja, Knochentrocken ist dabei und ich glaube, es weiß irgendwie niemand. Klapper, klapper. Ich bin wohl etwas spät dran. Ich möchte auch mitmachen. Nimm mich mit. Ja, klar. Sehr gut. Du hast Rückgrat. Ach, komm, die dich mag ich sowieso nicht. Knochentrocken ist jetzt bereit für die Party. Warte, die haben doch alle lustige Sachen. Ach, hier ist schon etwas langweilig. Komm schon, nehme ich mit, wenn ich jetzt sage, ein andermal. Langweilig. Okay, Bowser hat gesagt, ich brauche dich sowieso nicht. Was sagt Kamek? Das Podest bitte nicht betreten. Auf der Sternpodest dürfen nur besondere Partygäste. Oh Mann, womit habe ich das nur verdient? Die alle rumstehen, wollen die alle mitgenommen werden? Ach ja, wegen des Fanclubs. Die anderen wollten alle nicht, deshalb bin ich jetzt das einzige Mitglied. Ein Fanclub, aber... Wir könnten mal in diese Röhre hier rein schauen, wenn ich mal reinkomme. Da waren wir zwar schon drin, aber ich glaube, wir haben nicht mit ihm gesprochen. Willkommen, Yoshi! Na, wie gefällt dir dieser Raum? Alles, was du hier siehst, habe ich mir ausgedacht. Und etwas Deko fehlt, Yoshi. Wie wäre es, wenn du den Raum mit ein paar Stickern schmückst? Dachte ich mir doch. Okay, die muss man offensichtlich erst freischalten. Ja, okay. Anbrennen. Was machen wir denn? Ach, wenn wir kochen. Ich habe Hunger. Steuerung verbergen. Ah, kreativ. Mario musste aber schon hin. Aber etwas kleiner. Ach komm, du darfst hier stehen. Dann muss ich in die Mitte noch natürlich ein Bowser. Der wird schön frittiert. Okay, das ist cool, dass man ihn noch platzieren kann. Das Essen bekommt natürlich die Prinzessin, Peach. Und dann hat Bowser noch seinen kleinen Gefährten mit, Goomba, der da hinten herumkämmt. Ich sag der Klein. Nein, falsche Taste.
Oh, kleiner geht's nicht. Aber egal. Ich glaube, das passt. Ja, speichern wir das mal zurück. Ja, gut. Ist irgendwie unnötig. Aber okay. Es existiert, also wollen wir mal nicht rummeckern. Nächste Folge ist dann die Partnerparty dran. Und das hier. Das dauert mir ganz schön lange. Du würdest das gerne ausprobieren, aber leider musst du dich noch etwas gedulden. Du kannst dich spielen, sobald alle Minispiele freigeschaltet sind. Ja, und darum werde ich mich so soon as possible kümmern. Was ist das? Yoshi, du hast mich gefunden. Ich wollte hier mir noch etwas hinten Berg halten, um dich zu überraschen. Aber nun ist das Katze aus dem Sack. Freut mich jedenfalls, dass du hier bist, wenn auch früher als erwartet. Geheimmodi bringen noch mehr Spielspaß. Du solltest dich eingehend damit beschäftigen. Viel Spaß in meinem kleinen Freizeitraum. Ach was. Ach, das ist das, wo man zwei Konsolen braucht. Ah, okay. Aha. Okay. TV-Modus. Es gehen alle auf den TV-Modus. Außer das Bananensplit-Spiel. Ob das auch unter alle Minigames fällt? Naja, ich hoffe mal nicht, aber wir werden es irgendwann mal ausprobieren. Aber jetzt ist erstmal die Partnerparty dran. Na gut, das Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, schaut den ganzen Social Media Kram vorbei. Beim nächsten Mal geht es dann hiermit weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao.